Hey, 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 schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zum nächsten Part. Ich bin gerade dabei, mal ein bisschen hier nochmal die Forschung durchzuschauen, was es da so Schönes gibt. Aber viel können wir da noch nicht zusätzlich machen. Gaskraftwerk werde ich jetzt zusätzlich nochmal mit anleiern, denke ich mal. Ich hau jetzt einfach mal alles mit rein. Waffentechnisch haben wir die Minigun hier, die ich jetzt eigentlich noch nicht haben will. Weil grau. Ich denke mal, ich werde hier dann auf das kleine Maschinengewehr und dann auf die Minigun gehen. Dazu müssen wir aber das hier upgraden. Voraussetzung ist Headquarter 5. Das wird noch ein Weilchen dauern, bis wir wieder zu Hause sind. Ja, Nahkampfwaffen sowieso nicht. Hey, in Forschung. Hessenheit ist als nächstes dran, demnächst. In 13 Sekunden fängt das an. Das brauchen wir auch unbedingt. Erntestation. Ja, nehmen wir mal zu, habe ich noch nie gebaut. Ja, also viel können wir hier gerade nicht machen. Die Kryostation für den Vulkan, für das Vulkanbiom. Ich sag immer Planet, ich will immer Planet sagen, aber es ist der gleiche Planeten und anderes Biom. Naja, so. Ja, dann habe ich, ich zeige euch das kurz auf der Map, hier schon mal den Zaun weitergezogen und die vier Vorkommen, zweimal Carbonium, einmal Ironium, einmal Kobalt mit angeschlossen, damit wir jetzt schön schnell weiterbauen können. Wie ihr seht, haben wir jetzt ein Plus von 22 Carbonium. Das steigt jetzt nochmal auf 24. Ja, damit fängt jetzt auch die Hessenheit-Forschung an, damit wir hier ein bisschen vorankommen. So, dann werden wir das hier auch schnell mal noch verteidigen. Das bedeutet wieder überall Türchen, da brauche ich kein Tor. Aber diese kleinen Dinger, die immer im Weg stehen, das war ganz schön nervig. So, Reparaturtürme, ganz wichtige Sache. Der repariert das da, das heißt, ich kann hier den Mist einbauen. Ja, das wird jetzt sehr intensiv hier alles. Reparierst bis da, das heißt, ich muss einen hier hinbauen. Okay, dann kommen jeweils dazu Artillerie-Törmchen. Denke mal, ein Artillerieturm immer beim Reparaturturm sollte ausgehen. Ja, mehr sehen noch, hier müssen wir halt irgendwo nachsteuern. So, dann brauchen wir Raketentürme, die sind sehr gut. Dann bauen wir jetzt immer ein paar mehr. Base is under attack. Why? Hier wieder schlafen umgesetzt. Base is under attack. Base is under attack. Okay. Ich werde hier erstmal Strom drauf geben. Das sollte vielleicht auch das erste sein, was ich immer baue. So. So, dann fangen wir nämlich schon an zu reparieren. Raketenwerfer, Türme. Okay, hier sieht gut aus. Den habe ich ja total Panne platziert. Nein. Flammenwerfer-Türme. Ja.
Schaden da mal so ein bisschen, damit immer noch mal eine andere Schadensart da ist. Weil ich nicht weiß, wie die reagieren, je nachdem, was da für Monster kommen. Ja, blöd, wenn wir dann da so nur Raketentürme haben, die Explosionsschaden machen und die Viecher davon überhaupt nicht beeindruckt sind. So, hier bauen wir auch noch ein Radar hin, das relativ weit weg ist. Ich hoffe, das reicht, ey. Das muss. War schon wieder fast alle CPU-Cores halt drauf. The weather's changing. Wind is slowing down. Warum wird das hier nicht repariert? Doch voll in der Range. Hallo? Wind has stopped. This will affect wind turbine power generation. Okay, der hatte gerade keinen Bock. Build more storage facilities. Müssen die immer zurückfliegen oder was? Alter, ich habe keinen Strom oder wie? Nee. Shit, ich habe keinen Strom. Warum nicht? Ah, weil wir keine Windenergie haben. Okay, das gibt sich gleich wieder. Weil da brauche ich noch ein paar Feststoppspeicher, die reichen mir noch nicht. Not enough AI cores. Build more AI hubs. Ja, aber wir keinen Strom haben, ich weiß. Hier haben wir noch mehr Kobalt, das können wir auch schon abbauen. Wind power is returning to normal. Na, das wollte ich doch hören. Okay, wie bauen wir das wieder? So. Okay, aber trotzdem noch 324 im Plus. Das heißt, ich muss mich gleich demnächst wieder um Wind kümmern. So, wir wollen das aber dann noch abschließen. Und zwar werde ich hier erstmal ein Portal hinbauen, damit ich hier möglichst schnell mal hinreisen kann. A new technology has been developed. New blueprints are available. Interesting. It appears that this life form contains large amounts of hazonite in crystallized form. If we can gather more samples of the species, we could learn how to obtain larger quantities of hazonite to craft better equipment and weapons. We can use the orbital scanner to search for larger populations of this life form. Their presence should lead us to large quantities of hazonite. That's an excellent idea, Mr. Riggs. Our equipment sure could use an upgrade. So, eigentlich sagt das Spiel ja jetzt, okay. Scanning finished. Potential hazonite-rich location detected. I have marked the rift jump coordinates on the orbital scanner interface. That was super fast. It looks like there's a lot of these plants or mushrooms or whatever we should call them nearby. We can work on proper categorization as soon as we study more samples of the species. So, was ich sagen wollte, eigentlich sagt das Spiel jetzt okay, bis zum Kobalt abfarmen, alles cool, kannst wieder abhauen. Und will jetzt, dass wir die Hazonite-Vorkommen wieder im nächsten Biom machen. Ich möchte aber eine gute Grundversorgung an Rohstoffen erstmal haben. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal eine Menge investieren, damit wir da eine Versorgung hinkriegen. Und dann werden wir in das Hazonite-Vorkommen gehen und die Story weiter vortreiben. So, die Verteidigung hier sieht ganz gut aus. Portal haben wir da auch. So, dann werden wir erstmal Windenergie upgraden.
eigentlich auch was an maximaler Lagerkapazität? Keine Ahnung. 2500 war ich hier gesehen. Gut, ein bisschen was können wir noch upgraden dann. Aber es gibt das jetzt erstmal schon mal mehr guten Output. Man müsste sich rein theoretisch verdoppeln. Wir müssten auf 3000 kommen. 3100 oder so, 3100. Pi mal Daumen. Kann ich die eigentlich schon upgraden? Oh, die kann ich auch upgraden. Ja, okay, mache ich, wenn ich noch Rohstoff habe. So. Hier geht's weiter. Erstmal Reparaturtürmchen. Reparatur. Das Beste, was du machen kannst. Mal gucken, wie weit da alles abgedeckt ist. Das war gar nicht so einfach. Hier ist ein Stein, das heißt, ich kann mit Stein weitermachen. Ja. Natürlich auch total dumm, weil ich schütze ja nur die äußeren Ringe. Das heißt, kommt irgendwas durch. Sei es ein Vieh oder ein Meteor oder was weiß ich. Die ganze Base am Arsch. Gut. Das Gute ist halt auch, alles was ich jetzt hier baue, oh, den hätte ich noch eins weiter nach rechts setzen können. Besser. Alles was ich jetzt hier baue, geht auch für global, also überall wo ich das habe, wo, egal wo ich bin, bekomme ich die Sachen auch, außer so spezielle Sachen wie Strom und AI-Cores, aber die Rohstoffe an sich werden komplett hier geteilt. Das heißt, ich habe die dann überall, wo ich sie brauche. So, AI-Cores müssen wir upgraden. Wir brauchen mehr AI-Cores. Das Carbonium schon wieder weg. So, und dann bauen wir Verteidigungsschirme. Perfekt. Gut, dass ich hier gerade ausbaue. Und haben wir noch 2 Minuten? Das packen wir aber. Ich hoffe, der Strom reicht. Ich hoffe, der Strom reicht. Wir müssen uns jetzt erstmal auf die Raketenwerfertürme beschränken. Und ich muss noch die Türmchen hier upgraden. Und die Zäune verbessern. Und Strom legen. Oh Gott, oh Gott. Aber das wird doch schon ganz schön knapp. 200 Carbonium. Komm, 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 mach hinne. Ironium geht uns auch langsam zur Neige, obwohl ich da schon eine zusätzliche Ader angeschlossen habe. Okay, ich werde das mit den Zäunen nicht mehr schaffen. Den Strom muss ich unbedingt noch legen. Hier ist Ende. Okay, dann nehmen wir hier noch schnell Strom hin. Und dann graden wir noch ab, was wir noch upgraden können. Danger! An enemy swarm is approaching our base. Brace for combat!
A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. We've finished researching Ferdinite handling. The results are amazing. This mineral will allow us to craft entirely new equipment and weapons of extreme quality. The only problem is that we need to find more of this resource. Mr. Riggs, can you search for large condensations of the entwined Ferdinite crystals using the orbital scanner? Roger that, Ashley. I have located a potentially Ferdinite-rich location. The red gem coordinates are marked on the orbital scanner interface. Okay, jetzt sind wir das Betangebiet, weil das Crew-Ding fertig ist. Ja, jetzt kommt eins nach dem anderen. Das ist echt viel. Aber wir haben noch auf jeden Fall eine sehr große Menge zu tun. Base is under attack. Aber das sieht gut aus. Loot einsammeln. Und da war ein blauer Mod bei. Schauen wir uns mal an. Blaue Mod. Schaden über Zeit aktivieren. Frostschaden. Frostschaden auf dem Flammenwerfer zu machen, macht keinen Sinn, oder? Aber hier haben wir Munitionskosten. Da werden wir einfach mal Schaden über Zeit drauf machen. Okay. Dann haben wir da Schaden über Zeit, Zielsuchung und Munitionskosten. Okay. Nehme ich mal wieder zwei Maschinengewehre. Okay. So. Ja, jetzt hier noch die Türmchen zu Ende bauen. Dann ist die Flanke auch schon mal safe. Alkos geht noch. Oh, hier kam auch was. Mod Betäubungschance. Okay, cool. Aber Betäubung finde ich jetzt nicht so geil. Dann hau ich die lieber gleich komplett weg. In anderen Spielen mag das Sinn machen, aber hier weiß ich nicht. Nachher sind die ja auch wieder resistent dagegen, weil sie zu groß sind. Aber das ist. Nee. Wir werden schön auf ordentlich Damage gehen. Okay, jetzt haben wir das Problem, wir haben kein Ironium mehr. Das ist schlecht. Okay, dann müssen wir was gegen tun. Ich glaube, upgraden kann ich die Dinger hier nicht, ne? Ne. Die haben auch nur noch 2000. Okay, wir haben 1100 Strom über. Das heißt, wir werden jetzt hier. Das kostet nämlich nur Carbonium aktuell. I'm detecting seismic activity near our position. Das ist auch nicht so geil. Es wird hier irgendwo ein Erdbeben stattfinden und meine Base kaputt machen. The earthquake opened up the ground. I'm detecting a small gravitational anomaly near our base. We should investigate it. Sollte aber nicht das Problem sein, oder? Das macht der Reparaturturm. Easy.
So, dann haben wir hier noch ein Portal, brauche ich noch. Dann können wir hier so ein bisschen Platz haben. Wenn wir jetzt hier schon mal die ersten unendlichen Quellen aufbauen. Base is under attack. Ja. So, das Ding produziert mir Carbonium und das Ding Ionium. Ionium A brauche new ich gerade. technology has been developed. New buildings are available for construction. Mit den 1500 Strom gleich flöten. Und ich natürlich upgraden muss. I've detected an unusually large creature roaming the nearby area. Sounds like an interesting research specimen. We should go to its location and see what we can learn. Na, da kommt schon wieder so ein Nest, was man machen kann. Hier kann er gleich mal drauf achten. 5, 6, 7 Sekunden. Da haben wir plus 1. Ich würde gleich noch mal um 6 nach oben gehen. Wobei, da laufen wir schon mal zu dem Nest. Ja, das ist 7. Gut, dann kriegen wir jetzt wieder Ionium rein. So. Ich werde das mal mit Flammenwerfer. Ja, it has not gedroppt. Nice. So, hier ist das Nest. Ach, das ist wieder so ein Creature. This creature is extremely hostile. It can be dangerous to our base. Kill it before it kills us. We'll finish researching it in the lab. Threat neutralized. I wonder what made it so aggressive. Auch has not gedroppt. Maybe we can learn something important after researching it in a lab. Der ist es nicht. Aber da gehen wir. Okay. Das haben wir hingekriegt. Cobalt storage is full. Build more storage facilities. Ja. Ich kann ja hier schon mal, was kostet mich das? Iron deposit depleted. Böden wir schon mal zweimal ab. So. Wenn wir jetzt gerade 500 Ionium haben, werde ich auch gleich nochmal. Ich habe den Strom nicht, ne? Ich muss mich erstmal um Strom kümmern. Hier haben wir noch mal ein bisschen Platz. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Das wird jetzt aber ein bisschen anders. Und zwar fangen wir hier an. 1, 2, 3, 4, 5. Einer für den Reparaturraum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 2, 3, 4, 5. So, denn wir brauchen nämlich auch Energiespeicher. Nein. Da setzen wir jetzt jeweils 3 an ein Ende. Boah. Und wenn dieses im letzten Moment wegglitschen auf das nächste Rastermodell. Mann. So. Temperaturturm. Dann brauchen wir Windenergie. Hier
Kommt der Energy Upgrade? Ja, ne? Oder? Ne, hab ich auch noch nicht. Wo war das jetzt? Da, Mann. Das waren 5, oder? Ich kann eigentlich 5 machen. Die sind da dann noch mit drin, oder? Ja. Okay, dann machen wir das so. Gucken wir Energiespeicher. Oh Mann, schon wieder. A small piece of comet is going to hit close to our position. So. The comet will hit the surface soon. We have to investigate it. Ja, nicht mit dem Regen jetzt. Ich hab da noch nie was Sinnvolles gefunden. Immer nur irgendeine Rohstoffader. Ah, jetzt nicht. Kommt da. Ja, der fliegt sogar direkt über uns. Wusch. Ah gut, okay, wir gehen doch gucken, weil er direkt in der Nähe ist. So, paar Eroniumerz wieder. Toll. Wow. Was ich damit? Ich haben. Der Skinner bringt mir glaube ich auch nichts. Ja. Am Arsch. Iron deposit depleted. Cobalt storage is full. Build more storage facilities. Gut, dass ich die Eronium-Dinger gebaut habe. Die sind nämlich jetzt leer. Eigentlich wollte ich jetzt Carbonium bauen, aber wir brauchen mehr Ironium. Kommen 3 noch. Ja. Ich denke, ich schnapp den. Kann ich nicht. Auch mal demnächst erforschen, glaube ich. So, das ist unser einziges Carbonium-Vorkommen, was wir hier angeschlossen haben. Jetzt leer. Mal so wegmachen. Da kannst du noch leer saugen. Was ist denn da überhaupt noch? A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Oh, hab ich mich hier irgendwie verbaut? Nee, Quatsch, das ist genau das gleiche, das sieht bloß anders aus. Das Kobaltvorkommen werden wir ja auch noch abbauen. Ja, das ist immer schwierig. Also. So, wir reden uns
Strom hier ab. Okay. Die ersten davon. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine gute Grundversorgung. Dann kümmern wir uns um den Rest der Verteidigung. Und dann würde ich sagen, mache ich off. Am besten noch, na, ich werde das Windkraftwerk hier noch zweimal aufbauen. Noch ein bisschen mehr davon, von diesen unendlichen Quellen bauen. Dann haben wir erstmal eine gute Grundversorgung. Aber bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Im nächsten Part schauen wir uns dann den Rest der Verteidigung an. Und wir sehen uns im nächsten Part, ja. Haut rein!